In wunderschönen Grün- und Blautönen erstrahlt der Wörthersee im Süden Österreichs. Traumhaft schön eingebettet zwischen den Alpen im Norden und der Adria im Süden ist die Region Wörthersee schon immer ein Sehnsuchtsort in Kärnten gewesen. Durch seine Lage an der Grenze zu Italien und Slowenien bietet die Region um den Wörthersee im Sommer ein fast mediterranes Klima. Dabei bietet der im Sommer bis zu 28 Grad warme Wörthersee ideale Bedingungen für Wassersportler, Bootfahrer und Badefreunde. Der fast 17 Kilometer lange See hat eine Fläche von 19,39 Quadratkilometer und ist damit der größte See in Kärnten. Ob Wasserspaß, Badespaß in einem der zahlreichen Strandbäder, Entspannen auf einer Seeterrasse oder einen Spaziergang am Wörthersee entlang. Hier gibt es für jeden Besucher etwas zu genießen und zu entdecken. Oder wie wäre es mit einer Bootstour auf Kärntens größtem und berühmtestem See? Bei einem Aufenthalt darf auch ein Besuch der malerischen Orte rund um den Wörthersee nicht fehlen. Neben Klagenfurt und Velden mit dem berühmten Schlosshotel bieten auch Maria Wörth mit der beliebtesten Hochzeitskirche in Österreich und Pörtschach mit seiner wunderschönen Seepromenade und traumhaften Aussichten dem Urlauber und Ausflügler viel Abwechslung und Sehenswertes. In der Region Wörthersee finden sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Naturschauspiele und Ausflugsmöglichkeiten. Darunter die sehr beliebten Ausflugsziele Minimundus, Pyramidenkogel und das berühmte Schlosshotel am Wörthersee, das Kulisse zahlreicher bekannter Filmproduktionen war. Wer den See mit dem Schiff erkunden will, für den ist die Wörthersee-Seeschifffahrt das Transportmittel der Wahl. Für Urlauber, die mit dem Auto anreisen, sind in der näheren Umgebung traumhafte Berggipfel, wunderschöne Kärntner Seen und spektakuläre Panoramastraßen immer nur einen Tagesausflug weg. Aber schauen wir uns die meistbesuchten Orte und Ausflugsziele am Wörthersee nun einmal genauer an. In der westlichen Bucht des Wörthersee thront das vielleicht bekannteste Hotel mit einem wahrhaft majestätischen Ausblick auf den bekanntesten See in Österreich. Das Schlosshotel am Wörthersee zieht heute noch viele Besucher an. Denn hier wurde ein Stück Filmgeschichte geschrieben. So ist das Schlosshotel in Velden immer noch ein beliebtes Fotomotiv für Urlauber und Ausflügler. Die Fans von Roy Black und Uschi Glas pilgern auch heute immer noch hierher. Und in Velden ist immer etwas los. Zahlreiche Veranstaltungen wie zum Beispiel die European Bike Week und ein hochwertiges Angebot an Gastronomie und Hotels hat den Ort zum beliebten Urlaubsort nicht nur für Kärntens High Society gemacht. Wunderschön ist auch die Promenade entlang am Wörthersee, die am Casino Velden startet und bis zum Schlosshotel mit zahlreichen Bootsverleihern am Wörthersee führt. Hier direkt am Steg vor dem Schlosshotel Velden legt übrigens auch das Schiff der Wörthersee-Schifffahrt an. Neben einer Bootsfahrt auf den großen Schiffen kann hier auch ein kleines Elektroboot gemietet werden, um ein Stück des Wörthersees vom Wasser aus anzusehen. Natürlich mussten wir uns hier auch ein Boot mieten, um ein kleines Stück vom Wörthersee selbst zu erkunden. Die zahlreichen Bootsverleiher bieten hier Elektroboote verschiedener Größen an. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meinem Blogartikel mit einer Empfehlung für einen Bootsverleih, den ich und meine Frau genutzt haben und damit sehr glücklich waren. Vom Wasser aus hat man dann einen traumhaften Ausblick auf die Bucht von Velden, das berühmte Schlosshotel und zahlreiche wunderschöne Häuser direkt am See. Ein Erlebnis, das sich jeder Besucher am Wörthersee nicht entgehen lassen sollte. Den meiner Meinung nach schönsten Ausblick auf den Wörthersee haben Besucher auf dem höchsten Holzaussichtsturm der Welt. Der Pyramidenkogel thront weit oben auf dem gleichnamigen Berg über dem See und bietet von seinen Aussichtsplattformen fantastische Aussichten auf den Wörthersee und die Kärntner Seen- und Berglandschaft. Mit seinen beeindruckenden 100 Metern Höhe liegt der Aussichtsturm aus Holz wunderschön gelegen, um spektakuläre Ausblicke auf den Wörthersee zu ermöglichen.
Die drei übereinander liegenden Aussichtsplattformen und die voll verglaste Skybox sind eindrucksvoll. Die Aussicht hat uns lange in ihren Bann gezogen. Die traumhafte Aussicht auf die Blumeninsel und Maria Wörth, Klagenfurt, Velden, Pörtschach und Villach, um nur einige zu nennen, hat uns einfach nicht mehr losgelassen. Wann bietet sich einem schon ein solch fantastischer Ausblick? Die faszinierende Seen- und Bergkulisse in alle vier Richtungen sollten Besucher am Wörthersee nicht verpassen. Und der Pyramidenkogel hat noch etwas anderes zu bieten. Eine 120 Meter lange Rutsche im Inneren des Turmes führt aus 52 Metern Höhe hinunter ins Erdgeschoss. Eine Rutsche, die das Adrenalin so richtig in Wallung bringt. Übrigens handelt es sich hier um die höchste überdachte Gebäuderutsche in Europa. Ja, bitte. Der Pyramidenkogel gehört damit zu einem der Top-Ausflugsziele in der Region am Wörthersee. Vom Pyramidenkogel bietet sich auch ein fantastischer Ausblick auf Maria Wörth. Die bei Besuchern sehr beliebte Halbinsel am Südufer des Wörthersee bietet wahrlich eine malerische Kulisse. Die bezaubernde Charakteristik erhält der Ort durch die beiden auf der Halbinsel mitten im See gelegenen beiden Kirchen. Nicht umsonst wird die Halbinsel am Südufer des Wörthersee auch das Herz am Wörthersee genannt. Mit der berühmten Pfarrkirche Maria Wörth steht hier eines der meistbesuchten Ausflugsziele am Wörthersee. Nicht weniger schön ist die direkt daneben liegende etwas kleinere Rosenkranzkirche, die gerne auch Winterkirche genannt wird. Den Beinamen Winterkirche hat sie bekommen, da die in ihr verehrten Heiligen mit ihren Jahrestagen in den Winter fielen. Deutlich bekannter ist allerdings die wie in einem Traum gelegene Pfarrkirche Maria Wörth. Die gotische Wallfahrtskirche liegt spektakulär auf ihrer Halbinsel und strahlt weit über den See hinaus. Nicht nur die Lage ist spektakulär. Auch das Innere der Wallfahrtskirche ist wunderschön. Übrigens ist diese Kirche die beliebteste Hochzeitskirche in Österreich. Wen wundert es? Direkt vor der Kirche in Maria Wörth am Wörthersee ist die Schiffsanlegestelle, wie ihr sehen könnt. Ihr könnt zum Beispiel aus Velden hierher fahren mit der Sankta Lucia. Auch an der Seepromenade hier der Steg zum Ablegen. Und dann fahrt ihr hier rüber. Circa eine Dreiviertelstunde Fahrzeit, meines Wissens. Ich blende es euch gleich ein. Und dann seid ihr in Maria Wörth, könnt euch das hier anschauen. Und dann fahrt ihr etwas später wieder zurück. Maria Wörth ist ja wirklich klein, aber eben wunderschön hier am Wörthersee gelegen. Mit diesen wunderschönen Kirchen hier. Dort oben seht ihr den Pyramidenkogel. Von dort aus habt ihr eine super Aussicht auf den Wörthersee. Auf der Nordseite des Sees, fast gegenüber von Maria Wörth, liegt der sehr beliebte Urlaubsort Pörtschach. Besonders sehenswert ist hier die fast 2 Kilometer lange Seepromenade, auf der auch wir die Pörtschacher Halbinsel zu Fuß umrundet haben.
Der wunderschöne Weg führt direkt am türkisblau schimmernden Wörthersee entlang und an prachtvollen Villen und beeindruckenden Seehäusern vorbei. Gerade am Abend, wenn die Sonne langsam am Horizont dieser traumhaften Kulisse untergeht, unsere absolute Empfehlung. Dabei gibt es einige Sehenswerte auf diesem Weg. Auf der Halbinselpromenade kann am traumhaft gelegenen Pavillon die Kulisse genossen werden. Nur wenige Meter weiter findet sich der Peter-Alexander-Steg, von dem sich ebenfalls fantastische Ausblicke auf den See bieten. Hier legen tagsüber auch die Schiffe der Wörthersee-Schifffahrt an. Der Weg führt dann weiter zur eigentlichen Seepromenade in Pörtschach. Diese wunderschöne Promenade bietet im Sommer fantastische Blumenarrangements und eine der schönsten Aussichten. Wer möchte, der kann im Café Strandleben hier das bunte Treiben und das Ambiente auf der Blumenpromenade, wie sie auch genannt wird, aufnehmen. Am Ostufer des Wörthersees liegt Kärntens Landeshauptstadt Klagenfurt. Das Minimundus in Klagenfurt ist eines der beliebtesten Ausflugsziele der Region Wörthersee. Auf einer Fläche von 26.000 Quadratmeter kann an einem Tag eine Reise um die Welt gemacht werden. 160 detailgetreue Modelle der meistbesuchten und bekanntesten Sehenswürdigkeiten und Bauwerke der Welt können hier im Maßstab 1:25 bewundert werden. Neben fantastischen Bauwerken der Menschheitsgeschichte finden sich auch dampfende Eisenbahnen, eine Schwebebahn und sogar ein startendes Space Shuttle. Spätestens wenn sich die berühmte Tower Bridge in London hebt, um den Schiffsverkehr durchzulassen, sind nicht nur Kinder hier in den Bann gezogen. Das Minimundus in Klagenfurt ist eines der schönsten Ausflugsziele rund um den Wörthersee und eine absolute Empfehlung von mir. Wer wirklich gut zu Fuß ist, der kann den 55 Kilometer langen Wörthersee-Rundwanderweg gehen. Natürlich können auch einzelne Abschnitte, die viel kürzer sind, in einer Wanderung erlebt werden. Am besten geeignet für einen Start auf dem Wanderweg sind die Schiffsanlegestellen sowie die Bahnstationen. Eine Wanderkarte bekommen Gäste übrigens in allen Tourismusbüros rund um den See. Das waren sie, einige der schönsten und sehenswertesten Orte und Ausflugsziele in der Region Wörthersee. Wer hier Urlaub macht, der kann in Kärnten noch viel mehr erleben. Gerade mit Auto haben wir eine große Auswahl an wunderschönen Panoramastraßen, Erlebniswelten, Naturschauspielen und Ausflugszielen angesehen. Auf meinem Kanal findest du viele weitere sehenswerte Orte und Ausflugsziele im wunderschönen österreichischen Bundesland Kärnten. Schau doch einfach gleich mal vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer Alex.